Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zurück in, ja, Let's Play Elder Scrolls Oblivion. Und ja, meine Wenigkeit von Bergen ist wieder mittendrin im Geschehen. Ihr seht, ich bin noch momentan in Cyrodiil, direkt vor der Kaiserhauptstadt. Zuletzt haben wir uns ja mit den Klingen unterhalten, denen wir auch beigetreten sind. Und nun beginnt eigentlich erst das richtige Abenteuer. Deswegen habe ich mich auf meinem treuen Esel schon mal gleich vor den Toren der Kaiserstadt positioniert. Wir hatten aber noch in Erinnerung, dass da eine Aufgabe war bei der Bafnet-Herberge. Die würde ich ganz gerne vorher nochmal angehen, um zu schauen, was uns dort erwartet. Gehe ich einfach nochmal zurück, spreche nochmal mit der Wirtin und wir schauen nochmal in unseren Unterlagen oder was wir an Materialien haben, ob wir da nicht vielleicht diese Aufgabe erst erledigen können. Also, dann wollen wir nochmal hier hin. Gibt es denn hier auch einen Trog für mein Pferd? Sieht nicht so aus. Hier ist ein Pferdejunge, ja. Ah, ne, er hat eine Axt, dann ist es wahrscheinlich ein Bauer. Wie geht's? Sehr gut, sehr gut. So, ja, dann stelle ich meinen treuen Gaul mal hier ab. Prior Moberels, geschecktes Pferd. Es ging schon besser. Okay. Wie steht es bei euch? Nicht schlecht. Wer nach Arbeit sucht, sollte es bei der Kämpfergilde versuchen. Die suchen immer nach neuen Rekruten. Ja, es heißt, dass die dunkle Bruderschaft euch in eurem Schlafheim sucht, wenn ihr jemand ermordet. Auf diese Weise werden neue Mitglieder rekrutiert. Ah, ich wollte dem Gespräch mal kurz lauschen, aber das ist ja auch unhöflich. Die Nachrichten aus Anvil sind hier. Gehen wir doch mal rein und sprechen nochmal mit der Guten. Vielleicht können wir auch noch ein paar Materialien verkaufen. Unsere Taschen sind ja auch vollgepackt mit diversen Fundstücken, die wir unterwegs schon aufsammeln konnten. Hier ist sie ja. Willkommen zurück, Reisende. Nerusa. Ja, willkommen. Hattet ihr schon Glück mit diesen Flaschen Schattenbannwein? Ah, darum ging es, genau. Erstmal würde ich ganz gerne nochmal Gerüchte hören. Wenn ihr allein im Wald seid und sich ein Troll nähert, dann lauft. Problem gelöst. Nächste Frage. Sehr gut. Tja, anscheinend ist der Wein so selten, weil nur eine ganz geringe Menge davon hergestellt wurde. Es ist das Produkt eines Alchemisten, der auch Winzer war. Abgesehen von dem unglaublichen Geschmack enthält der Wein eine Magie, die dem Bacchanten Infravision verleiht. Der Winzer stellte ihn speziell für die Soldaten der Legion her, die vor langer Zeit die Festungen bemannten. Er hielt die Wachtposten in kalten Nächten warm und ließ im Dunkeln besser sehen. Raffiniert, was? Oh ja. Okay, ich versuche mal ein bisschen was zu verkaufen. Ich glaube... Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Hier können wir verkaufen, sehr schön. Also ein paar Sachen nimmt sie uns wahrscheinlich ab. Ich würde aber auch ganz gerne ein paar Materialien mit behalten, also Zutaten, Ressourcen, um vielleicht selber mal etwas herzustellen, Tränke zu brauen etc. Da schaue ich mal, ob sie vielleicht die Waffen will, die Kleidung. Nee, leider nein. Doch dann nur die Zutaten, um selber zu kochen. Krabbenfleisch, okay. Natternkopfblätter, da habe ich gleich 4 davon. Dann kann ich ja mal... 3 gebe ich mal ab. 3 Goldstücke, okay. Salat, denke ich mal, wird es häufig geben. Genauso auch wie Tomaten. Das sind ja gängige Lebensmittel, die brauche ich jetzt nicht den ganzen Tag mit mir rumschleppen. Wurzelbrei der Prunkwinde. Ich will denn erstmal nur eins übrig behalten, um zu schauen, ob es dann vielleicht nützlich ist als Materialien. Okay, da verkaufen wir auch 4. Ihr seid ein harter Feilscher. Ja. Hier kann ich noch feilschen, um die Preise besser zu machen. Schauen wir doch mal, was könnte ich denn haben wollen? Apfelbrotlet, Hammel. Ja, ich glaube, sie hat leider nichts für mich, was von Bedeutung wäre, außer Bier, Met. Dunkelbier. Nein. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Es geht dann doch mehr um den Schattenbandwein. Sucht weiter nach dem Wein. Lebt wohl. Ja, du auch. Und warum ist sie eigentlich so groß und nicht so klein? Ist ja schon eine große Frau. Ich wollte ganz gerne mal schauen, wo diese Aufgabe ist. Venon-Priorei, da waren wir. Findet den Erben. Liefert das Amulett ab. Okay, das sind abgeschlossene Missionen. Die haben wir... fertig. Dann haben wir, ich glaube, der Durchbruch der Belagerung von Quatsch ist auch gut. Eine Tür in der Bucht von Nieben. Okay. Ein ehrwürdiger Jahrgang. Hier haben wir es doch.
Ich habe mit Nerussa, der Wirtin der Waffnetherberge, kurz vor der Kaiserstadt gesprochen. Sie ist auf der Suche nach einem seltenen Wein namens Schattenbannwein, von dem sie sagt, er könne oft in Ruinen gefunden werden. Sie meinte, wenn ich 6 Flaschen besorgen könnte, würde ich gut entschädigt werden. Sieht so aus, als ob ich meine Augen offen halten sollte. Schauen wir doch mal. Ja. Aber sie zeigt mir nicht die Ruinen an, wo das denn sein könnte. Leider, leider. Müssen wir uns einfach so ein bisschen die Augen offen halten auf der weiteren Reise, wenn uns der Schattenbannwein unter die Finger kommt, auf jeden Fall aufbewahren. Sehr schön. Schauen wir doch mal, wir haben aber noch die andere Aufgabe. Eine Tür in der Bucht von Nieben. Ich habe das Gerücht gehört, auf einer kleinen Insel in der Niebenbucht sei eine seltsame Tür aufgetaucht. Das sollte ich überprüfen. Das klingt schon sehr mysteriös. Hier haben wir die Bucht und die Kaiserstadt, wo... Nee, die war nördlich, die war südlich, die Kaiserstadt. Oder? Wir schauen mal ganz kurz, wo ich mich hier befinde überhaupt. Die Bucht von Nieben. Das ist Braville, das Braville-Schloss. Wo haben wir denn? Ach Gott. Und hier haben wir die Kaiserstadt. Ja, ich denke mal, das werden wir uns im späteren Verlauf nochmal genauer anschauen. Ansonsten, was haben wir hier für Punkte, die wir vielleicht erkunden könnten? Die Sinklochhöhle. Aber dann würde ich sagen, setzen wir unsere Reise einmal fort. Und betreten die Kaiserstadt. Und lassen uns erstmal so ein bisschen inspirieren. Was uns dort erwartet. Wir sollen ja sowieso in die Kaiserstadt, um mit einer Person zu sprechen. Ich schaue nochmal genau nach, welche es war. Der Vater Morgenröte. Und zwar, dass ich Baurus in Luther Broads Pension in der Kaiserstadt kontaktiere. Okay, Baurus. In Luthers Pension, sage ich jetzt einfach. Okay, gut, dann wollen wir doch mal reinreiten. Ups, da muss ich auch schon... Schauen wir mal. Also, Cyrodiil, Premiere jetzt für uns, zum ersten Mal in der Kaiserstadt. Stark. Kleine Anmerkung, es wird auch ein ganz, ganz zentraler Ort sein. Ich höre euch zu. Elder Scrolls Online. Da sind wir ja auch schon alle freudig drauf und erwarten ja unseren Beta-Zugang, beziehungsweise informieren euch auch hier auf dem Kanal immer mit kleinen Podcast, wenn ihr da mal reinschauen möchtet. Lieben gern! Ah, sieht auch toll aus. Und dafür, dass das Spiel schon ein bisschen älter ist, doch wirklich richtig starke Grafik. Ich glaube 2009 kam Oblivion raus, wenn mich nicht alles täuscht. So, da wären wir also. Ich denke mal, man darf hier reinreiten, oder? Nein. Wir müssen ohne Pferd, so wie es aussieht. Da wären wir. Seid gegrüßt, guter Bürger. Wie kann ich euch behilflich sein? Wir sind hier, um zu helfen. Okay, wie sind die Anweisungen? Was sucht ihr? Ah, ich kann jetzt ihn befragen, wo ich... Was finde ich? Denke mal, die Pension, die kann er mir schon mal gleich zuweisen. Die Herberge zum Kaufmann im Marktviertel, König und Königin im Elfengartenbezirk, Tiber Septim im Talosplatzbezirk und Allerheiligen im Tempelbezirk. Außerdem wäre da noch die Herberge zum aufgetriebenen Floß im Hafenviertel, aber das ist keine schöne Gegend. Okay. Gibt es irgendwelche Gerüchte? Der Kaiser ist tot. Und seine Thronfolger auch. Wir sind eine Legion ohne Anführer. Den Klingen wurde der Schutz unseres Herrn angetragen und sie versagten. Ich verstehe, ja, wir haben das doch schon ziemlich in den Hals bekommen. Wir sind ja jetzt gerade den Klingen beigetreten. Lebt wohl, Bürger. Und die haben anscheinend jetzt hier in der Kaiserstadt nicht gerade den besten Ruf. Ja, es ist gar nicht so einfach. Ich schau mal kurz, ob ich auf der Karte ein bisschen was Genaueres sehe. Hier sind wir reingekommen. Da haben wir Claudius Arcadius Haus. Sratats Haus. Also dann können wir doch erstmal auf den zentralen Platz hier. Vielleicht finden wir jemanden, mit dem wir ein kurzes Pläuschen halten können, um uns zu informieren, wo dann weitere interessante Ortschaften sind. So wirklich viel los ist nicht. Vielleicht gibt es ja noch ein Marktviertel. Das ist auch wieder eine Wache. Das Tiber Septim Hotel, ja. Wir suchen aber Baurus in Luthers Pension. Oh, hier haben wir einen älteren Herr.
Draninus groschenlos. Bitte, gebt reichlich, edler Herr. Ach. Er bettelt, okay. Vielen Dank, mein Herr. Gibt es Gerüchte? Irene Metrick ist so anmutig. Was sie wohl macht? Das war jetzt bescheiden. Möge Arkay euch segnen. Dich auch. Wir müssen uns erstmal ein bisschen zurechtfinden. Ich glaube, hier komme ich zentral. Wenn man so direkt in zentral drauf zugeht, ist das wahrscheinlich, ja, das ist der Turm. Wir schauen nochmal auf der Karte. Ah ja, ich sehe schon, man muss dann so ein bisschen die Verzweigungen annehmen. Jakbin Imbels Haus, Dorians Haus. Und Bakana Herrenhaus. Da würde ich mal sagen, wir bewegen uns mal im Laufschritt in die Richtung. Oh, ich habe da Pilze gesehen. Kann man die auch pflücken hier mitten in der Stadt? Ich glaube schon, oder? Fliegenpilz. Hut des rauen Ulstlings. Na, dankeschön. Kann man die Blumen auch mitnehmen? Das wäre natürlich schon gleich was. Ein Rosenkavalier. Oder Veilchenkavalier, ne? So wie sie aussehen. The Foaming Flas, das sieht aus wie ein Gasthaus. Hi! Na hallo, wer bist du denn? Ah, okay, das scheint hier doch ein Schmelztiegel der Unterhaltung zu sein. Holztür zum schäumenden Flachmann. Wir gehen mal rein und erkundigen uns einfach. Vielleicht kann uns ja jemand helfen. Bei der Suche nach Baurus. Mein Name ist Elragail. Ich kümmere mich um Tamriel. Er ist ein bisschen seltsam. Er hat die göttliche Gabe, sagt man. Ist das so, ja? Erzählt mir was über die Kaiserstadt. Tamriel sagt, er höre Stimmen. All die Männer und Frauen, die hier tausende Jahre lang gelebt haben und gestorben sind, vielleicht haben sie ihre Geister zurückgelassen. Gibt es welche Gerüchte? Diese Steckbriefe des Graufuchses hängen überall. Graufuchs, okay. Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Was habt ihr zu berichten? Ich bin vor kurzem ein paar Schlammkrabben begegnet. Nervige Kreaturen. Widerliche Kreaturen. Aber angeblich soll ihr Fleisch sehr gut schmecken. Lebt wohl. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, guten Tag. Willkommen im schäumenden Flachmann. Gutes Essen, gute Getränke. Ich bin Blavinus Venidius. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Ja, schauen wir doch mal, was du hast, würde ich sagen. Erzählt mir was über die Kaiserstadt. Ich habe keine Betten. Wenn ihr ein Bett in der Kaiserstadt braucht, habt ihr vier Möglichkeiten. Die Herberge zum König und zur Königin und Luther Broads Pension sind im Elfengartenbezirk. Okay. Das Tiber Septim Hotel ist sehr schön, aber auch sehr teuer. Dann wäre da noch die Herberge zum aufgetriebenen Floß im Hafenviertel oder die Magiergilde für Mitglieder. Gibt es Gerüchte? Claudette Perrick hat ein blühendes Alchemiegeschäft. Seht euch unbedingt die vergoldete Karaffe an. Okay. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Kaufst du auch? Ja, gut, das haben wir schon durch. Momentan haben wir keinen Bedarf, sondern wir wollen ja, auf Wiedersehen. Wir wollen zu Baurus. Und da haben wir doch eben schon wieder Luther Pension gehört. Und zwar wäre die im Elfengarten, Kaiserstadt Elfengartenbezirk, da geht's da lang. Okay, sehr schön. Also haben wir es doch direkt gefunden. Machen wir uns mal sofort auf den Weg. In den Elfengartenbezirk. Ich hätte jetzt ein bisschen Bäume erwartet, wenn man doch vom Elfengarten spricht. Die Arena. Okay, was ist die Arena? Schauen wir mal auf der Karte, dass wir uns richtig bewegen. Ja, wir können auch mal ein Stückchen da langlaufen. Es gibt viele Häuser, viele Verzweigungen, also eine ganze Menge, was man entdecken kann. Wer kommt uns denn da entgegen? Aha. Kann ich euch helfen? Habt ihr Gerüchte zu berichten?
Ogier Georik hat eine gute Auswahl von Zutaten in seinem Geschäft zur Hauptzutat. Ich verstehe. Okay. Lebt wohl. Ja. Schauen wir doch mal. Da haben wir doch schon. Grüße. Die Nachrichten aus Anvil sind ja hier ist schon ein bisschen mehr los, wie ich sehe. Luther Broads Boarding House. Okay, da sind wir doch richtig. Einen wunderschönen guten Tag. Schauen wir doch mal. Also, da wären wir. Das müsste Luther sein. Das sieht ganz nach Bacchus aus. Fragen wir ihn doch mal. Luther Broads Pension. Ich bin Luther. Wenn ihr ein Bett oder eine Mahlzeit braucht, sagt mir Bescheid. Graufuchs, Kaiserstadt. Gerüchte, habt ihr Gerüchte gehört? Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Die Heldin? Die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? Die Heldin? Geht's noch? Ich vertraue euch nicht genug, als dass ich mit euch darüber sprechen könnte. Ah, ich verstehe. Was wisst ihr denn über die Graufuchs? Verdammter Dieb. Ich hoffe, sie knüpfen ihn auf, wenn sie ihn kriegen. Aber er entwischt immer wieder. Die Bettler sind seine Augen und Ohren. Ah, okay, ich verstehe. Ein Bett brauchen wir momentan nicht. Ich würde sagen, er hat ja eine Waffe. Vielleicht kommen wir zum Geschäft. Leider nein. Okay, da müssen wir wahrscheinlich einen Schmied aufsuchen. Oder einen Waffenhändler. Seht euch vor. Das ist Baurus. Setzt euch. Sagt kein Wort. Tut, was ich euch sage. Okay. Hört zu, ich werde gleich aufstehen und hinausgehen. Der Kerl dort in der Ecke wird mir folgen und ihr folgt dann ihm. Ich habe Uriels Erbel gefunden. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Gut, denkt daran. Wartet ab, bis er mir folgt. Ich möchte sehen, was er tun wird. Okay. Ja, er folgt ihm. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Okay, was ist los? Da geht er. Wir können ja mal schleichen, hinterher schleichen. Oh, die kämpfen schon. Das Paradies. Okay, der Pfad der Morgenröte. Der feindliche Agent, der Baurus angegriffen hat, ist tot. Ich sollte herausfinden, was Baurus über unseren Feind in Erfahrung gebracht hat. So. Untersuchen wir ihn erstmal, was er noch dabei hat. Leinen, was haben wir denn hier? Mythos Morgenröte. Ich habe ein merkwürdiges Buch über den Kult der mythischen Morgenröte gefunden. Ich sollte es Baurus zeigen. Okay. Gute Arbeit. Übrigens, ich freue mich, euch zu sehen. Ihr habt mich einfach in einem ungünstigen Moment erwischt. Muss mich entschuldigen, weil es wahrscheinlich relativ dunkel sein wird. Und ich wollte jetzt ungern die Gamma so hochschrauben, damit man es besser sieht. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem dem Gespräch folgen. Er ist ja auch dunkelhäutig. Da sieht man ihn noch ein bisschen schlechter im Schatten. Okay, was habt ihr herausgefunden, Baurus? Die Meuchelmörder, die den Kaiser getötet haben, gehörten zu einem dätrischen Kult, der sich Mythische Morgenröte nennt. Sie verehren anscheinend den Dädra-Fürsten Merunes Dagon. Ich habe ihre Agenten in der Kaiserstadt verfolgt. Ich vermute, das haben sie gemerkt. Okay. Das Amulett ist im Besitz des Feindes, Baurus. Was? Sie haben es Joffrey weggenommen? Die Dinge stehen schlechter, als ich dachte. Und ich habe Uriels Erbe gefunden. Talos sei Dank, er lebt. Martin Septim, sagt ihr. Wir werden ihm zum Thron verhelfen. Das ist die heilige Pflicht aller Klingen. Okay, was ist unser nächster Schritt? An der geheimen Universität gibt es eine Gelehrte. Tamina heißt sie. Sie soll eine Expertin für dätrische Kulte sein. Bringt ihr doch einmal dieses Buch und fragt sie, was sie davon hält. Ich verfolge weiter die Spuren des Netzwerks der mythischen Morgenröte. Wenn ihr etwas erfahrt, findet ihr mich bei Luther Broad. Möge euch Talos leiten. Tamina, was könnt ihr mir über sie erzählen? Wie gesagt, sie ist eine der hellsten Köpfe an der geheimen Universität. Soll alles über dätrische Kulte wissen. Ich verstehe.
Ich hoffe, Tamina konnte euch etwas über dieses Buch erzählen. Das könnte genau die Chance sein, die wir brauchen. Okay. Wir müssen unser Schwert noch wegstecken. So. Und nun bin ich zu schwer belastet. Jetzt muss ich irgendwas loswerden. Schauen wir doch mal, was das Inventar hergibt, was wir wegschmeißen können. Ich würde bald sagen, hier, sowas, also das alte Eisenschild. Das ist auch plus 20 Goldstücke. Oder hier den Eisenhelm, der ist plus 10 Goldstücke wert. Wenn ich aber aufsetze, dann setze ich ihn auf. Das wollte ich aber eigentlich nicht. Frage ist, wie kann man ihn entfernen, ne? Kann man nichts, dann muss ich was essen wahrscheinlich. Oder kann man nichts wegschmeißen? Das ist natürlich super ärgerlich. Ich probier's nochmal mit entfernen. Nee. Müsste ich nochmal in den Einstellungen nachschauen, wie man etwas wegschmeißen kann. Ansonsten esse ich jetzt einfach was. Jetzt bin ich... Ja, jetzt geht's. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Kraft, aber sobald ich jetzt wieder irgendwas aufhebe oder der Trank abgelaufen ist, oben seht ihr rechts den Trank. Was braucht ihr, Freund? Ich würde ganz gern... Oh, die Leiche ist auch weg. Die Tonne darf ich nicht reingucken. Da darf ich auch nichts nehmen. Ich wollte etwas wegschmeißen. Mit rechts geht's nicht. Dann trinken wir noch einfach was. Wir haben ja noch eine ganze Menge. Lebensenergie, Blutgras, Tetra, Flachsam, Harada. Gift der Krankheit, Schaden. Nein. Jetzt habe ich 274. Okay, jetzt kann ich zumindest mal weiterlaufen. Wir reden noch mal kurz mit Lufa. Bitte fahrt fort. Okay, erzählt er mir jetzt was, weil er mitbekommen hat, dass ich mit Baurus zusammengehöre? Ich vertraue euch nicht leider genug, als dass ich mit euch darüber sprechen könnte. Okay. Lebt wohl. Dann haben wir diese Aufgabe auf jeden Fall in Erfahrung gebracht. Wir sollen uns jetzt nun bei Tamina melden. Ich denke mal, ich kann Baurus das Buch noch zeigen. Solltet ihr nicht Tamina aufsuchen? Ich habe jede Menge eigene Spuren zu verfolgen, keine Sorge. Ich hab noch ein Buch für dich, aber anscheinend will er es nicht. Möge uns Uriels Geist in diesen finsteren Zeiten leiten. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal von Baurus und ich mich von euch für diese Folge. In der nächsten werden wir noch ein wenig die Kaiserstadt unsicher machen, unsere Materialien verkaufen, die Taschen etwas lernen und natürlich auch erkunden. Die Arena würde ich mir ganz gerne mal anschauen, die stand auch in einem der Kommentare in den letzten Folgen. Also, bis demnächst, euer Van Bergen und ich... Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao, ciao.